Herzlich willkommen zu unserem Jugend-Night-Talk. Ja, unsere erste Station ist das schöne Schaden in Oberösterreich. Wir sind hier zu Gast bei der Familie Reutner. Unser heutiges Thema ist Asyl, Leben in der Warteschleife. So, ihr habt ja den ganzen Tag eigentlich schon an diesem Projekt gearbeitet und jetzt habt ihr auch natürlich mitgefilmt und da gibt es einen Film und den schauen wir uns jetzt an. Wir haben bei dem Projekt 72 Stunden ohne Kompromiss mitgemacht. Da sind wir gleich nach der Schule zu einem Asylwerberhaus hingefahren. Dann haben wir so T-Shirts bekommen, also jetzt 72 Stunden ohne Kompromiss T-Shirts. Und da haben wir die alle eben gerade kennengelernt und man merkt halt schon den Unterschied zwischen den Asylwerber und uns, weil sie kennen halt kaum Deutsch und es war zum Kennenlernen ziemlich schwer. Und dann sind wir gleich Obst sammeln gefahren mit denen auf solche Streuobstwiesen. Weil das ist eigentlich die einzige Arbeit, die die machen dürfen, weil sie dürfen ja kein Geld verdienen. Und dort haben wir dann erfahren, dass die sehr wichtig ist, diese Wiese, für viele, dass da viele Tiere wohnen. Es war eigentlich irgendwie trotzdem ziemlich eine Distanz zu spüren, weil man hat, ist halt dann eher bei den Leuten gewesen, die man kennt hat und nicht bei den anderen. Man hat zwar versucht, sich mit den anderen in Kontakt zu setzen, aber es ist halt schwer, weil die kein Deutsch kennen und wir kennen deren Sprache nicht. Danach sind wir zu einem Bauernhof gefahren, da haben wir dann Apfelsaft gepresst. Ist halt ein sehr guter Saft draus geworden. Wir haben zwar ein bisschen damit gepatzt, aber es war trotzdem nur Glück für alle da. Es war eigentlich ein sehr guter Saft. Ja, also der Tag war, glaube ich, für alle von uns ziemlich cool, ziemlich lustig. Ja, also wir haben heute schon ein bisschen mit denen geredet und ja, die haben uns ja gesagt, dass es vor allem sehr lange Aufnahmeverfahren gibt und ja, und sie dürfen nichts arbeiten und das ist halt für die eher schlecht. Also ich finde, es war zum Beispiel nicht so cool, dass wir uns kaum verständigen können haben und dadurch auch wenig Kontakt gehabt haben eigentlich zu diesen Leuten. Aber es war doch irgendwie eine neue Erfahrung. Also man kann schon als positiv sehen. Ja, was ich auch cool gefunden habe, war das Gefühl, dass man jetzt was Gutes tut. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das eine emotionale Hilfe ist, wenn wir da mit ihnen Äpfel glauben oder so, aber ich meine, natürlich ist es nett und ja, es macht mehr Sinn, als wenn man nichts dann. Ja. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man in Berührung kommt mit den Asylwerbern, dass man mit denen in Kontakt tritt, dass man die kennenlernt und dann auch selber merkt, man, die sind ja ganz normale Leute, so wie jeder andere und die fühlen wie jeder andere, denen geht es genauso wie uns und die freuen sich genauso, wenn man Zeit mit ihnen verbringt und gerade weil sie viel Zeit haben, ist das für die, glaube ich, richtig schön. Kannst du uns ganz kurz erzählen, warum du aus Armenien weg bist? Ich will nicht sprechen jetzt mein Problem. Für mich ist es schwer. Ich weg in meinem Heimat für Politik. Aus politischen Gründen? Politischen, ja. Bist du alleine gekommen? Nein, mit meiner Familie, mit meiner Frau. Meine Frau ist da und meinem Sohn. Kannst du das nachvollziehen, wie es den Menschen hier, zum Beispiel in Leppersdorf, geht? Kannst du das nachvollziehen? Ich war noch nie in so einer Situation. Ich kann das natürlich schwer nachvollziehen, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es schrecklich ist, keine Gewissheit zu haben, was jetzt mit einem passiert und ob man bleiben darf oder nicht. Wie heißt du? Ich bin Kajik. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin hier schon 2 Jahre. Ich hier mit meiner Familie. 2 Tochter und so. Elisa? Ja, hallo. Elisa. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn jetzt zum Beispiel auch in dem Land, in dem ihr um Asyl ansucht, ja, dann gewisse Stimmen laut werden, wie so, wir haben eh schon so viele, ja, wir haben eigentlich unser Kontingent schon erschöpft, ja, wir können nicht mehr Leute aufnehmen. Patrick,
wie würdest du dich fühlen, wenn du sowas hörst als Asylansuchender? Naja, es ist natürlich dann für einen selbst sicher schwierig, die Situation, weil man ist ja man hat ja wirklich einen Grund gehabt, wieso man geflohen ist, wenn man verfolgt worden ist, wenn man aus einem Kriegsgebiet flüchtet und so. Und dann ist es ja eigentlich schon schade, wenn man dann wo ankommt und da sagen alle, na, du musst eigentlich wieder heimgehen und es ist kein Platz für dich. Und das ist halt, also ist sicher schwierig. Marlene, eine Frage an dich. Glaubst du, dieses Projekt, dass Ihnen das etwas gebracht hat, dass das wichtig war, dass Sie mal auch was zu tun hatten? Also ich denke schon, ich denke, dass für einen selber ziemlich wichtig ist, dass man halt dann mit anderen Menschen in dem neuen Land in Kontakt treten kann und die eben kennenlernen kann und eben was mit denen machen kann. Es ist irgendwie schon schockierend, wenn das so, ja, es ist einfach schockierend, wenn man sich legt, wie lange die doch warten müssen und dass die doch einen Grund gehabt haben zum Weggehen. Und das ist im Grunde eine Ignoranz, wenn man sagt, dass Menschen so viel haben. Da muss man ganz ehrlich sagen, also wir hatten in den 90ern schon mal wesentlich mehr. Also wir sind jetzt ungefähr bei 17.000 Anträgen pro Jahr. In den 90ern waren es einmal 90.000 bei der Balkankrise. Jetzt gibt es ja das Vorurteil, dass einige, ja, die tun ja nur so, als wären sie politisch verfolgt oder die haben überhaupt nichts. Die wollen einfach nur nach Europa kommen, weil es ihnen hier so gut geht, weil sie dann in Saus und Braus leben. Glaubst du, stimmt das? Ich kann mir schon vorstellen, dass es welche gibt, die ihre Umstände verschlimmern. Aber Fakt ist, wenn man sich das antut, dass man 2 Jahre wartet oder länger auf einen Bescheid, dass man einreisen darf, dann muss das schon irgendwie schlecht gehen. Immer zu Hause sitzen ist für mich nichts gut. So. Und ich möchte arbeiten und freiwillig arbeiten und helfen. So. Ja. Es ist natürlich eine Seite, diese ewige Warten auf eine Antwort, ob sie bleiben dürfen oder nicht, das macht eigentlich die Leute nervös. Entweder müssen sie zurückreisen oder sie werden versuchen, irgendeinem anderen Land zu reisen, dass sie vielleicht Schutz bekommen. Derjenige, der gegenüber mir sitzt, vielleicht hat selbe Sachen erlebt wie ich oder schlimmer. Mhm. Aber jeder schaut sich zuerst selber an. Es ist menschlich. Entschuldigung. Dass Leute denken, dass wir nichts tun, aber wir auch wollen arbeiten, wir auch wollen Steuer bezahlen, wir auch wollen wohnen wie normale Menschen. Ich sage, für uns auch ist es schwer. Wir lassen unsere Heimat, unsere Familie, unsere Freund, unser Haus und kommen hier. Für uns sehr, sehr schwer. Wir wohnen mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Kulturen. Wir sind Menschen und Problem gibt es, aber das ist egal. Wir leben zusammen. Kann man das auch ein bisschen verstehen? Ja, ich glaube schon. Also, ich meine, sie haben ja wirklich einen Grund gehabt, dass sie herkommen. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ziemlich unfair, dass manche Leute sagen, na, die sollen nicht daherkommen, die sollen draußen bleiben, weil ich meine, Mensch ist Mensch, jeder ist doch gleichberechtigt, also warum sollte man keinen aufnehmen? Wenn du Sprachrohr sein könntest, was würdest du dir von den Verantwortlichen wünschen? Ja? Oder was würdest du, sagen wir, den Skeptikern, ja, die jetzt Angst haben vor den Fremden, was würdest du denen gern mitgeben? Dass sie sich vielleicht einmal überlegen sollten, sie mehr Mühe zu geben, die Leute vielleicht ein bisschen kennenzulernen oder, keine Ahnung, einfach mal zu schauen, dass sie vielleicht gar nicht so sind, wie die ganzen Klischees das sagen. Dass sie sich vielleicht mal ein bisschen überlegen, dass nicht unbedingt alles stimmen muss, was man hört. Ich finde, das System ist einfach nicht richtig, wie es läuft in Österreich. Ich finde, man soll jetzt relativ schnell erfahren, kann ich bleiben, kann ich nicht bleiben. Weil wenn ich mal da jahrelang mal ein Leben aufbaue, meine Freunde da habe, meine Heimat vielleicht da ist und schon viel länger in Österreich lebe ich in dem Land, wo ich geflohen bin, dann finde ich das ziemlich wild und echt arg, wenn man dann wieder gehen muss. Man kann sich nie so richtig zu Hause fühlen, glaube ich. Man muss immer zittern und hoffen, dass man da bleiben darf und ich finde das ganz, ganz arg. Wir hören Vorurteile gegenüber Ausländern irgendwie tagtäglich und Menschen, die jetzt im Fernsehen sind, die können das, glaube ich, gar nicht wirklich mitempfinden. Wie würdest du deinen Mitmenschen versuchen zu vermitteln, vielleicht nach den nächsten 2 Tagen,
dass man da vielleicht ein bisschen auf die Menschen auch zugehen muss, dass man da vielleicht ein bisschen seine Meinung ändert? Naja, es ist eigentlich nur eine Frage von Offenheit und wie man Vorurteilen gegenübersteht. Ob man jetzt alles, was man irgendwo aufschnappt, gleich auf alle bezieht. Ich finde, es hat sich ja während dem Äpfelglauben und eben auch dem Spiel ziemlich, es hat die ganzen Vorurteile ziemlich zerschmettert, finde ich eigentlich. Weil ich habe dann gar nicht mehr an solche Sachen gedacht und eigentlich habe ich die Leute hinter die. An welche gesehen. Sachen hast du vorher gedacht? Na, eben an sowas, dass die gewalttätig sind und dass alle Einbrüche auf die zurückgehen und eben sowas, was man halt hört von Großeltern oder so. Also ihr kriegt das von zu Hause mit oder aus den Medien? Wo kommen diese Vorurteile für euch? Ja, das sind halt Sachen, die, weiß nicht, wenn man im Gasthaus hört man sowas leicht einmal oder wenn man gewisse Tageszeitungen liest, kommen solche Vorwürfe öfters. Und ja, es ist einfach das, was man halt auf der Straße aufschnappt. Ich meine, das sagt schnell mal, na ja, da war wieder ein Einbruch, aber war sicher wieder ein Ausländer oder so. Ja. Ich finde es wichtig, dass einmal die Österreicher, die so Vorurteile gegenüber Asylbewerbern haben, bei so einem Projekt mitmachen oder überhaupt Asylbewerber, Bewerberinnen kennenlernen. Weil ich heute gemerkt habe wieder, dass es so schön ist, neue Leute kennenzulernen, einfach auch zu merken, dass diese Vorurteile völliger Irrsinn sind. Ich finde halt, dass ein großes Problem trotzdem die sprachlichen Differenzen sind und dass dadurch einfach nicht auskommuniziert werden kann, was halt ist. Und ich glaube, wenn man wen nicht versteht, dann sagt es leicht, das war echt, ja, der kennt sich ja nicht aus. Und die können sich ja schlecht wehren, wenn sie es nicht verstehen, und das ist ein großes Problem. Ja, ich würde dann auch sagen, eben, dass das, vor allem, dass man die Sprache lernt, ist sicher eines der wichtigsten Dinge, weil ohne Sprache kann man sich nicht verständigen und Deutsch ist eine sehr schwere Sprache. Und da denke ich mir, ist es wirklich wichtig, dass da irgendwie die Politiker anfangen anzusetzen, dass wirklich die Leute zu uns kommen, gute Deutschkurse kriegen. Darf ich noch eine Frage an Sie stellen? Sie haben heute mal erwähnt, dass in dem Asylheim 49 Leute wohnen. Habe ich das richtig? Wie viel Quadratmeter pro Kopf sind das ungefähr dann? Es gibt Familien, zwei Zimmer haben, es gibt Familien, drei Zimmer haben, es gibt Personen, ein Zimmer haben. Unser Wunsch ist, jeder Asylwerber und Werberinnen genügend Platz hat. Aber es ist auch schwierig, derzeit überall eigentlich Wohnprojekte oder Asylheime zu herrichten. Weil wegen dieser Vorurteile oder schlimmer? Sehr einfach, Herr Jumal, ich habe dann lassen. Möchten Sie übersetzen? Besitzen, ja. Weil Sie zuerst, also vor kurzem nach Österreich gereist hat. Okay, alles gut. Weil wir Kurden sind, sind wir sehr oft unterdrückt worden. Şimdi iki tane kız çocuğum elimden alındı. Bir senedir haber almıyorum. Nasıllar, durumu nasıl anlamıyorum. Ich habe zwei Töchter, die ich unten gelassen habe. Und ich habe bis jetzt keine Nachricht bekommen, ob sie denen gut geht oder nicht. Ich mache große Sorgen um meine Töchter. Mein kleiner Sohn ist schwer traumatisiert. Sie fragt die ganze Zeit, wo ihre Schwester ist. Und er ist plötzlich, seit wir unsere Heimat verlassen haben, er hat andere Charakter bekommen, sozusagen. Bitte richten Sie aus, dass wir nur das Beste wünschen und hoffen, dass alles so wird, wie sie sich wünscht. Dass ihren Töchtern gut geht. Also, wenn ich so eine Geschichte höre, dann stellt es mir mal irgendwie, also kriege ich eine Gänsehaut, weil ich so schockiert bin von dem, dass man sowas mal auch in echt mitkriegt. Und ich wünsche mir einfach, dass die Menschen mit Vorurteilen nicht mehr so einsichtig denken, sondern auch die andere Seite sehen. Die Seite, dass man viel zurücklässt, die Freunde, die Heimat, eigentlich alles zurücklässt. Und ich kann eigentlich nur mit meiner Meinung versuchen, andere zu überzeugen, dass ich halt aufstehe und andere mitreiße. Ich glaube, dass Vorurteile und ganz oft aus dem Nichtwissen und aus dem Nichtverstehen herauskommen.
und dass es ganz wichtig ist, zwar, dass man die Jugendlichen informiert, dass sie Informationen bekommen, dass sie lesen, über die Medien sich informieren, aber der Kontakt mit den Menschen ist durch nichts zu ersetzen und das ist ganz wichtig, dass man tatsächliche Geschichten hört, dass man Leuten begegnet und insofern finde ich es auch ganz toll, dass sich die Jugendlichen bereit erklärt haben, da heute dabei zu sein bei den 72 Stunden ohne Kompromiss und dass sie sich auch tatsächlich darauf einlassen, dass sie mit Leuten sprechen und ich glaube, dass sie so Erfahrungen sammeln, die sie sehr prägen werden. Ich weiß nicht, ob jetzt sie so viel Leute deshalb ändern werden, weil sie jetzt sowas wie jetzt zum Beispiel im Fernsehen sehen, weil ich glaube, sowas muss man hautnah miterleben, damit sie da irgendwas ändert, weil meistens bleiben nur die negativen Sachen im Kopf picken und die guten, die vergisst man voll schnell. Was würdest du vorschlagen, wie könnte man das ändern, dass man die negativen Sachen vielleicht doch aus den Köpfen der Leute ausbringt? Dass vielleicht sie mehr Leute bei solchen Projekten beteiligen und halt versuchen, auch Zugang zu solchen Leuten wie Asylwerber zu bekommen. Was nimmst du aus dem heutigen Tag mit oder von diesem Projekt und was wünschst du dir für die Zukunft? Also ich wünsche mir für die Zukunft, dass es einfach noch viel mehr solche Projekte wie die 72 Stunden gibt, die was das Thema aufgreifen und die sich bemühen, dass Jugendliche, dass junge Erwachsene in Berührung kommen mit Asylwerbern und dass da einfach die Vorurteile noch viel mehr abgebaut werden. Ja, leider als Einzelner kann man da jetzt irgendwie nicht so viel machen, aber ich sage halt mal mit solchen Sozialprojekten, wenn man da als große Gruppe auftritt, dann hat man einfach wesentlich mehr Einfluss. Wir müssen versuchen zu verstehen, also Integration gelingt nicht allein, sozusagen. Alleine ist auch keine Einbahnstraße, sondern wenn wir wollen, dass die Migrantinnen, Asylwerber und Werberinnen integrieren, ja, alleine geschieht das nicht. Vielen herzlichen Dank für eure Offenheit, für euer Engagement. Das war 72 Stunden ohne Kompromiss, der erste Tag. Asylleben, ein Leben in der Warteschleife. Morgen sind wir in Niederösterreich, in Grammetschlag. Dort werden Jugendliche aus einem alten Bus, aus einem alten Autobus, eine neue Kapelle bauen. Das Ganze zu dem Thema Jugend und Gott. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Bis dahin, alles Liebe.